Aber es muss doch für Sie als Wissenschaftler deprimierend sein. Schauen Sie mal die Probleme, die wir haben. Ja, also Klimawandel wissen die Wissenschaftler schon ganz lange. Ressourcenknappheit, all das ganze Zeug. Ja, Knappheit und so weiter. Die Wissenschaftler liefern die Informationen schon seit sehr langem. Es wird nie irgendwas umgesetzt. Also sie forschen für ein Ding. Ja? Aber das ist doch deprimierend. Herr Pelzig, dass wir hier sitzen und so eine Fernsehsendung machen können, ist ja schon ein Zeichen, dass offenbar nicht alles, was aus den Naturwissenschaften kommt, in die Technik verwandelt worden ist, völlig für den Ofen war. Also offenbar hört man uns ja immer durchaus dann zu, wenn man meint, man könne daraus einen Vorteil ziehen. Ja, ein Vorteil, aber keinen Fortschritt. Ja, aber Fortschritt ist ja, das wissen wir ja sowieso nicht. Das können wir immer erst hinterher sagen, ob wir einen Fortschritt gemacht haben. Aber solange wir mittendrin sind, kann es ja auf jeden Fall schon mal gut sein, auf Wissenschaftler zu hören. Und eigentlich wollen wir ja nichts anderes als bedenke, was du tun musst. Ja. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht unbedingt sagen, dass wir wüssten, wie es weitergehen muss, sondern nur, dass Politik zum Beispiel langsamer wird. Dass Entscheidungen gewissermaßen noch mal überschlafen werden. Oftmal hat man ja den Eindruck, politische Entscheidungen, die werden dann nachts getroffen von völlig übernächtigten Typen morgens um 5 Uhr. Dabei wäre es viel besser zu sagen, okay, Folks, wir sind jetzt lange genug hier, wir halten mal einen Ball flach, wir machen das morgen oder sowas. Aber immer wird so getan, als wenn wir Herzverpflanzungen machen würden. Dabei könnten manche Entscheidungen viel besser reifen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir von den Naturwissenschaften lernen können. Die Natur ist ein langer, ruhiger Fluss. Dieser Planet lebt auch weiter, wenn wir nicht da sind. Das heißt, wir haben eine ganz große Verantwortung unseren Kindern und Kindeskindern gegenüber, weil wir sind diejenigen, die es jetzt vermasseln können. Und alles, was Naturwissenschaften sagen können, ist gewissermaßen einen Hinweis darauf zu geben, wie wir es nicht vermasseln. Es ist ja unsere Bundeskanzlerin, glaube ich, die erste Naturwissenschaftlerin in dieser Position. Ja. Gut, nächstes Thema. Ja. Sie haben... Braucht man nicht mehr weiter zu reden, in Ordnung. Ja, das finde ich mal eine eindeutige Haltung. Sie haben, also ich finde es deprimierend. Und jetzt habe ich gehört, Sie haben über Ihrem Schreibtisch ein Zitat eines arabischen Philosophen hängen. Der Sinn der Wissenschaft ist es, glücklich zu sein. Ist ein glückliches Leben. Ein glückliches Leben. Jawohl. Jawohl. Und das ist eine positive Haltung. Ja. Wissen Sie, was über meinem Schreibtisch hängt? Na? Das Zitat eines afghanischen Philosophen. Was sagt der dann? Die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Ja, ja, so hat halt jeder was. Ja. Ne? Ja. 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 Sie haben gewisse. Ja, ich würde auch sagen. Ja, mir ein Taxifahrer mal erzählt, fand ich sehr schön. Ja. Sie haben ja gewisse Visionen, obwohl Helmut Schmidt, der alte Barbarianer, mal gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja. Und, aber Sie haben Visionen. Sie sagen zum Beispiel, Sie träumen, nicht träumen, das ist das falsche Wort, Atomkraft. Sind Sie durchaus Befürworter der Atomkraft? Mhm. Aber einer anderen Technologie, das möchte ich noch kurz wissen. Also es gibt einen ganzen Satz von Möglichkeiten, um einige Probleme der Atomkraft drum rumzukommen. Ein Problem wird man nie ausschalten können, solange Atomkraftwerke von Menschen betrieben werden, wird es immer eine erhebliche Fehlerquelle geben, da kommen wir gar nicht drum rum. Aber es gibt innerhalb der Technologie die Möglichkeit, gewissermaßen durch Nachbeschleunigung den radioaktiven Abfall so zu zerlegen, dass der nicht erst nach ein paar tausend Jahren zerfällt, sondern schon innerhalb von 50 oder 60 Jahren. Die Frage ist, ob wir uns das antun wollen. Es könnte ja sein, dass es viel vernünftiger sei, dass eine Gesellschaft anfängt, Energie zu sparen. Dann kann sie natürlich auf einen erheblichen Teil ihrer Kraftwerke verzichten. Sparen tun wir ja gerne, wenn es um unser privates Eigentum geht. Aber nicht dann, wenn wir Strom oder dergleichen verbrauchen. Also in diesem Sinne, es gibt Möglichkeiten. Die Naturwissenschaften bieten solche Möglichkeiten an. Was wir realisieren, ist eine Frage, was die Gesellschaft daraus macht. Dann nächste Vision oder Vision, aber Photosynthese zur Lösung des Energieproblems. Eine sehr nette Variante, wunderbar, denn man sieht ja, überall funktioniert. Wir haben jetzt seit ungefähr 3,5 Milliarden Jahren Photosynthese auf dem Planeten. Das ist also ein altes Verfahren. Ja. Wir sind aber offenbar, also und zwar auch gut durchgetestet. Wir beide atmen ja, ich meine, alle atmen ja hier momentan Sauerstoff ein. Das ist ja der, kommt ja daher. Aber wir kriegen es noch nicht so richtig hin. Aber wenn wir es hinbekämen, wäre damit natürlich wirklich ein großer Durchbruch gelungen. Allerdings bis jetzt... Wie darf man sich das im Auto als Autofahrer vorstellen? Na, es geht im Wesentlichen ja darum, wie kann man aus Sonnenlicht Energie gewinnen. Ja. Und zwar die Energie, die man braucht, um zum Beispiel einen Motor anzutreiben und so weiter. Was uns da fehlt, ist nicht das Verfahren im Einzelnen, sondern die Effizienz. Wir müssten ein Verfahren haben, was so effizient ist, wie die Pflanzen das tun. Aha. Aber von der Natur lernen heißt siegen lernen. Also hier, das so ähnlich ist es ja früher. Und das heißt, wir sollten einfach weiter die Natur so weit untersuchen, dass wir herausfinden, wie das funktioniert. Gut.
wäre auch politisch, müsste politisch gewollt sein. Ja, auch ja? wenn es grün ist, auch ja. von den Roten und von den anderen. Und dann noch etwas, was ein wenig weiter, zu, weiter weg wird, Generationenraumschiffe. Ach du lieber Gott. Gut, wollen Sie nicht drüber reden, also nächstes Thema. Also das ist halt, man schickt die Leute weg, also die Leute, man schickt sie in einem großen Raumschiff weg, gibt ihnen alles, was man weiß ja. und sagt, seht zu, dass er es auf einem anderen Planeten ja. besser macht. Ich hätte eine Liste von Namen, die ich Ihnen... okay. Denken Sie dran, wen immer Sie da losschicken, wenn immer Sie da losschicken, das müssen Leute sein, die auch in der Lage sind, sich zu vermehren, weil das Generationenraumschiff wird mit der Besatzung, mit der Sie es losschicken, ja. nicht auf einem anderen Planeten ankommen. Ne? Ach so. Ja, Sie Ach müssen so, also dann schon auch mal ein bisschen dran denken, an die richtige Mischung. Die Kinder von Herrn, naja, ich ja, sag's nicht. Ja, ja Herr Professor Lesch, ich habe gar nicht so viel mit Ihnen besprechen können, wie ich wollte, aber eins noch, am 4. Februar im ZDF wieder Ihre Sendung Abenteuerforschung ja. und das Thema interessant, da möchte ich noch was wissen zu, Ach, ja. die Schönheitsfalle, wenn Attraktivität zum Verhängnis wird. Mhm. Ist jetzt nicht mein Problem, aber worum geht's da? Es geht darum, wieso sich die Natur eigentlich einige Signale leistet, die ein so starkes Handicap darstellen, dass man auf den ersten Moment denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und in dieser Sendung wird ganz stark gemacht, warum Sex so unglaublich wichtig ist. Ah. Ja. Aha. Ja. Wenn man die Gelegenheit hat. Ja. ja. Die muss man sich natürlich ja. nehmen, das stimmt. Also, das heißt, ist das ein Evolutions-, ein Vorteil, schön zu sein? Es kann ein Vorteil sein. Manchmal ist es... Wenn man zu schön ist, ja. dann führt das zu Schwierigkeiten. Aber wenn man, sagen wir mal, so eine mittlere, angenehme Schönheit hat. So wie Sie. So wie... Ich möchte das nicht kommentieren. Ich möchte nur noch... Also wenn man eine mittlere, angenehme Schönheit hat, ja. dann ist man attraktiv. Und dann wird man, Damenwahl überall, dann wird man wahrgenommen als ein Männchen, wo die andere Seite dann sagt, hey, der Typ, das wäre vielleicht genau das Richtige. Aha. Also so läuft es tatsächlich. Also ich müsste irgendwie in die Mitte kommen. Ja? Sie müssen in die Mitte kommen und Sie müssen vor allen Dingen ein klares Signal da haben. Sie müssen ein Alleinstellungsmerkmal, also ich meine, Sie haben ja natürlich Alleinstellungsmerkmale, die sind schon hin, aber ob Sie eben über die entsprechende Attraktivität verfügen mit diesem Alleinstellungsmerkmal, ob es nicht vielleicht besser wäre, denken Sie an die Pfauen, die ja. sind ja große Räder und aber weil Sie mich so anschauen, ich weiß jetzt bei uns nicht, was besser ist, so ein Hut oder so eine Fleischkappe, ja? Ja. Also, das ist noch die Frage, ja? Also, das kann ich gelassen zur Kenntnis nehmen. Ich bin aus dem Wettbewerb raus. Sie sind draußen, Sie sind versorgt. Mir geht's gut, danke. Sehr gut. Also, Abenteuerforschung am 4. Februar Jawohl. Im ZDF, da weise ich gerne darauf hin. Machen Sie das. Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie mal wieder zu mir in die Sendung? Aber gerne, ja? natürlich. Herr Professor Lesch, vielen Dank. Danke schön. Servus. Optimismus ist Pflicht. Das gilt erst recht für unser Gesundheitssystem. Ja, seit 1. Januar ist die Gesundheitsreform in Kraft. Ein System, das niemand versteht, keine Sau will und an das auch keiner glaubt. Aber unsere Bundesgesundheitsministerin ist vom Erfolg überzeugt. Bei unserer Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt muss ich immer an den Regenwurm denken, der den Elefanten begatten will. Wobei ich jetzt Frau Schmidt nicht mit einem Regenwurm vergleichen will, weil der Regenwurm ist ja durchaus erkenntnisfähig. Was ist jetzt neu an diesem System? Neu ist zum Beispiel, dass je mehr kranke Patienten eine Krankenkasse hat, umso mehr Geld kriegt sie aus dem Fonds. Was jetzt dazu führt, dass die Krankenkassen bei den Ärzten öfters mal nachfragen, könnt ihr mal nicht nachschauen, ja, da geht doch noch was. Ja, nach dem Motto, es gibt keine gesunden Patienten, nur zu schlecht untersucht.